Soll ich vielleicht ein paar aus dem Buch vorlesen, klein? Ja, warum? Also ich habe gestern, das fand ich ganz gut mit. So Leute, da ist es, ich halte es in der Hand, ein wahnsinniges Gefühl, dass man das eigene Buch mal in der Hand halten darf. Also wirklich, wow, wir haben, also Markus hat es auch schon zugeschickt bekommen und ich habe es zugeschickt bekommen, wir halten es in der Hand und denken uns einfach, das ist unser Werk, das haben wir gemacht und das ist unglaublich. Seit wann ist es jetzt online? Seit 2 Tagen. Seit 2 Tagen ist es jetzt online und wir sind schon Bestseller-Autoren, also es ist schon Bestseller bei Amazon. Es ist auf Amazon erhältlich. Wir haben bislang nur positive Bewertungen bekommen. Und was uns ganz am Herzen liegt, wenn ihr das Buch euch kauft und euch holen wollt und bewertet es so, wie ihr es empfindet. Wenn ihr sagt, hey, das ist 5 Sterne wert, hat mir richtig viel geholfen, dann gebt den 5 Sterne. Wenn ihr sagt, es hat 4 Sterne, dann macht ihr 4. Und uns ist ganz wichtig, dass wir wirklich ehrliches Feedback bekommen. Aber die Bewertungen auf Amazon sind für uns ganz, ganz wichtig. Deswegen das bitte nicht vergessen, wenn ihr es doch gekauft habt. Ich würde euch ganz gerne auch einen kleinen Part aus dem Buch vorlesen, dass ihr euch mal ein bisschen reinversetzen könnt, wie das Ganze so aufgebaut ist oder was da so drin steht. Ich lese jetzt mal aus meinem Part vor. Das ist hier aufgeteilt. Mein Part, Markus sein Part. Mein Part mehr das Authentische, das Gespräch mit euch. Markus sein Part, dann der wissenschaftliche Part, wo er als Beobachter agiert und das Ganze noch verallgemeinert. Also ich beginne mal. Eines Tages fragte mich ein Junge, wieso gehst du am Wochenende nicht feiern, so wie ich? Ich antwortete mit einer Gegenfrage, was feierst du denn? Er antwortete, ich will einfach mein Leben genießen und die Sorgen der Woche vergessen. Ich fragte daraufhin, wieso versuchst du nicht jeden Tag dein Leben zu genießen und daran zu arbeiten, keine Sorgen mehr zu haben, so wie ich? Wenn andere am Wochenende feiern, trainiere ich. Während sich andere am Wochenende betrinken, ernähre ich mich gesund. Wenn andere Selbstzweifel haben, arbeite ich an mir selber. Ich nutze jede freie Minute, um mich zu verbessern und mein Ziel, das ich stets vor meinen Augen habe, zu erreichen. Mein bester Freund Markus hat während eines unserer Seminare einmal gesagt, wenn ich Samstagnacht um 1 Uhr am Gym vorbeifahre, sehe ich, wie das Licht brennt und Michi trainiert. Er trainiert so, als würde ihm die ganze Welt zuschauen, obwohl kein einziger Mensch bei ihm ist. Ja, das ist so ein kleiner Part von dem Buch. Und da gibt es noch sehr, sehr viele von solchen inspirierenden Geschichten und Metaphern eben. Genau, ihr merkt, es geht also gar nicht so viel um Kampfsport, sondern eigentlich viel, viel mehr um Psychologie. Und das Schöne an dem Buch ist, dass ihr eben diese psychologischen Grundlagen, die wir in dem Buch erläutern, auf jeden Lebensbereich übertragen könnt. Das heißt, ganz egal, ob ihr im Sport euch verbessern wollt, ob ihr im Business euch verbessern wollt, ganz egal, welcher Bereich in der Schule, ihr könnt wirklich diese Prinzipien 1:1 anwenden und einfach glücklich werden und ein erfülltes Leben führen. Und an der Stelle will ich mich einfach nochmal im Namen von Michi, von mir, vom Team Smolik ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Ja, ohne euch wäre so ein Buch nie entstanden. Wir haben gemerkt, da besteht Interesse. Wir haben das in den Seminaren, in den Bootcamps gemerkt. Und da einfach nochmal vielen, vielen Dank. Vielen Dank für jede einzelne Bewertung bei Amazon. Vielen Dank für jeden einzelnen Verkauf bei Amazon. Wir signieren jedes Buch gerne persönlich, wenn ihr uns mal trefft. Also da nochmal wirklich vielen Dank. Das bedeutet uns wirklich die Welt und ihr unterstützt uns da und wir hoffen, dass wir euch auch was geben können durch das Buch. Ja, wir haben das Buch auch innerhalb von 2 Monaten eigentlich geschrieben, aber das ist, man kann sagen, ein Lebenswerk von uns. Ja, das, was wir gelebt haben und was wir leben, das steht in dem Buch. Das, was wir anderen Menschen immer bei jedem Training, bei jedem Treffen oder Seminaren oder Vorträgen oder auch normalen persönlichen Gesprächen versuchen zu vermitteln, steht in dem Buch und auch natürlich sehr persönliche Geschichten von mir. Also kein Kampfsportbuch mit Techniken, sondern wirklich, wie der Markus schon gesagt hat, sehr, sehr viel Psychologie und auch für authentische Geschichten von mir, damit ihr wirklich Inspiration habt, um noch erfolgreicher zu werden, beziehungsweise damit zu starten, endlich erfolgreich zu werden. Also wenn ihr Interesse habt, Kämpferherz, die 8 Grundprinzipien des Erfolges, auf Amazon erhältlich. Und das war's dann von uns. Ich möchte noch ganz kurz sagen, wir sind ab dem 25.12. sind wir in den USA, Las Vegas und L.A. Einmal fürs Training, Trainingscamp, natürlich auch ein bisschen Urlaub und Silvester feiern. Und das heißt, es werden bis zum 5. Januar nicht so viele Videos von mir kommen.
Wir werden zwar auch einen Vlog da machen in Amerika drüben. Allerdings wundert euch nicht, wenn ich jetzt mal ja, ein paar Tage nichts raushaue. Jetzt mache ich nämlich auch ein bisschen Urlaub. Und nächstes Jahr gibt es dann mehrere Projekte, unter anderem wieder mit mir auf Sat.1, wo ich viel als Schauspieler agiere und mit TAF und Frühstücksfernsehen zusammenarbeiten werde. Mit dem David Russell zusammen werde ich was machen. Und Team Smolik Support wird kommen, Online Support, wo wir andere wirklich online supporten. Es wird ein Portal geben, wo andere uns Fragen stellen können und wir beantworten dann, weil mich wirklich sehr, sehr viele Leute schon sehr, sehr viele Sachen fragen. Und das alles nächstes Jahr. Es kommen noch ein, zwei Videos kommen noch bis zum Jahresende und dann war es das auch von mir. Vielleicht kommt sogar noch ein Jahresabschlussvideo. Mal schauen. Das war Markus und das war Michael Smolik. Kämpferherz, 8 Grundprinzipien des Erfolgs. Schaut es euch einfach mal an, Amazon. Und bitte bewerten, wenn es euch gefallen hat. Haut rein. Bis dann.